Servus, grüß euch. Ich bin's der Michi Nikolaus, euer Barustermacher aus dem Chiemgau. Ich möchte euch heute ganz gern was zeigen. Und zwar, heute reden wir eher über den Gastromaschinenbereich bzw. auf den privaten Maschinenbereich mit zwei Brühgruppen. Da möchte ich euch ganz gerne ein bisschen was zeigen und ein bisschen was erklären. Wie ihr wisst, haben wir einen großen Showroom, wir haben auch in unserer Kaffeeschule auch große Maschinen da, mit denen wir natürlich auch arbeiten. Und da haben wir eine Nova Simonelli-Ausstellung und eben eine Gaccia-Ausstellung. Zur Nova Simonelli möchte ich ganz gerne was sagen, weil die einfach auch aus Mailand kommen und eigentlich eine schöne Firma ist, die schöne, qualitativ hochwertige Maschinen baut und sie einfach da ein bisschen was mit überlegt haben, ähnlich wie die Gaccia. Wie gesagt, die Gaccia-Maschinen stehen ja auch nochmal extra davor. Aber ich möchte euch ganz gerne die Appia sagen. Und zwar, wie ihr es gesagt habt, haben wir da zwei Maschinen. Einmal die Appia 2, die größere, zweigruppig, 75, 80 cm breit, also für Gastro, für eine Festinstallation, ganz eine schöne, bärige Maschine. Die Maschine hat einen 11 Liter Kessel drinnen. Das heißt, ihr könnt in einem Restaurant, einem Hotel auch richtig zügig dahin arbeiten, weil einfach mit der Zweigreismaschine kein Druck nicht ausgeht, die Maschine nicht ständig nachwarzen muss. Einfach eine richtig schöne Arbeitsmaschine. Super. Die hat jetzt nicht viel Sperenzien drin, also von pulsierendes Ding und Diagramm und hast du nicht gesehen und bunt und alles quietschig und sowas, sondern tatsächlich eine schöne Maschine, eine Arbeitsmaschine. Wir haben so Weltmeisterschaftsmaschinen auch noch, wo man halt alles noch einstellen kann. Aber sagen wir ganz ehrlich, für ein Restaurant, für ein Hotel geht es mir jetzt nicht ums Diagramm, das lila, bunt, gelb ist, sondern halt tatsächlich um eine Maschine, die gut was taugt, eine schöne Qualität hat und die halt auch laufen tut. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig bei dieser Maschine. Die läuft. Das heißt, wir haben da eine schöne Maschine, 11 Liter Kessel. Die Maschine könnt ihr auf 230 und 380 Volt laufen lassen, also auf Starkstrom und Normalstrom. Ich würde euch ganz gerne anraten, wenn ihr die Möglichkeit habt, in einem Restaurant, Hotel, nehmt den Starkstromanschluss mit 380 Volt, weil die Maschine halt dann einfach dreiphasig läuft. Das heißt, auch dreimal so schnell heizen wird, als wird auf 230 Volt. Habt ihr das nicht, habt ihr vielleicht auch gerade die baulichen Sachen einfach so in der Küche oder in eurem Hotel, dass ihr halt nur 230 Volt habt, geht das genauer so. Das heißt, die Maschine läuft halt dann einphasig, braucht halt auch ein bisschen länger, weil es halt auch ein 11 Liter Kessel ist, aber dann müsst ihr, das geht ohne Probleme, weil sie einfach die Maschine halt einfach eine Stunde eher einschalten wird und dann ist die genauso heiß, das geht also ganz gut. Aber 380 war bei der ein bisschen größeren Maschine auch von der Wattzahl und der Aufheizzeit einfach ein bisschen idealer. Die Maschine ist eine schöne Maschine, hat schöne Dampfknöpfe drauf oder Dampfhebe. Ich mag die Drehknöpfe nicht so gern, weil, weißt du, wenn du mehr Personal hast, dann ist das nicht reproduzierbar. Der eine dreht ein bisschen weiter auf und der andere ein bisschen weniger. Es wird nicht so gut. Also habe ich da diese Knebel, die drücke ich runter und habe 100% Dampf. Und wenn ich nach oben drücke, kann ich eben, wie gesagt, ausdampfen. Und wenn ich mit meinem Milchschaum fertig bin, mache ich einfach zu. Das geht total bärig. Also ich mag das sehr gern und das ist eine schöne Geschichte. Mittlerweile gibt es für beide Maschinen, ich erkläre die zweite auch noch gleich, auch Cool-Touch-Dampflanzen. Das ist was ich euch gern verkaufen darf, weil das eine gute Sache ist. Da ist ein Plastikrohr drin in dem Dampfrohr und das Rohr wird halt auch einfach nicht heiß. Also das, wenn ihr einmal habt, das kostet jetzt nicht die Welt, aber das gibt es mir halt auch nicht mehr her, weil einfach ihr euch die Finger nicht verbrennt jetzt. Und ich würde sagen, das war eine gute Geldausgabe, das ist, wie gesagt, ein kleiner Aufpreis, aber immer was wert. Die Maschine hat, immer gesagt, auch einen Festwasseranschluss und natürlich einen Festwasserablauf. Also von daher ist die eigentlich dann auch so angedacht, dass die ein bisschen breitere Maschine mit 75, 80 cm Breite auch fest installiert ist. Ihr seht schon zwei Brüheinheiten, eine T-Düse mit dabei, das heißt, die T-Düsenmenge, also die TST-Wassermenge, könnt ihr programmieren. Also das ist eine schöne Sache, weil dann habt ihr einfach immer das definiert für eure Tasse, für eure Teekanne, was ihr in eurem Restaurant halt auch habt. Die Kaffeemengen, da kann ich auch, wir können mir vier Kaffeemengen pro Brühgruppe so programmieren, wie ihr es gerne hättet. Und die fünfte Taste ist manuell. Das heißt, da brühst du halt so lange, bis du halt wieder selber ausschütten tust. Das ist wahrscheinlich halt, darf man ehrlich sagen, die öftest benutzte Taste, weil ihr damit halt auch die Brühgruppen flaschen tätet. Also vorher spülen, nachher spülen. Geht total schön. Eine schöne bärige Maschine. Wir haben die bei uns in der Ausstellung. Kommt vorbei. Für das sind wir Nova Simonelli Fachhändler und die haben qualitativ wirklich schön verbaut und schauen auch noch wirklich nett aus und haben die Appia in dem Fall hat ein bisschen mehr auf diese Sperenzien, auf die Spielereien ein bisschen verzichtet. Ist also eine schöne Maschine, die gut arbeiten tut und einfach auch euch in einem Restaurant ein Geld produzieren tut. Eine Kaffeemaschine
vom Kaffee verdiene ich mehr als bei einem Schnitzel. Und das ist halt, dafür ist die Maschine angedacht. Also ganz ein schöner Begleiter in eurem Kaffee. Ein unersetzlicher Begleiter vielleicht sogar. Punkt 2, wir haben da, und ihr seht es ja schon, wir haben die zweite Abbie. Und zwar ist das die ganz kleine. Das ist auch eine Zweikreismaschine, die haben die einfach schmäler gebaut. Die hat jetzt 55 cm. Die ist wirklich eine super schöne, flexible Maschine. Die hat jetzt einen 5-Liter Kessel statt die größere einen 11-Liter, also ein bisschen einen kleinen Kessel. Ihr seid aber deswegen genauso flexibel. Die Maschine läuft auf mit 1900 Watt auf 230 Volt. Total gewandt, weil ich mit der kleinen Maschine, also die ist einfach ein bisschen schmäler, bin ich flexibler. Also das heißt, wenn ihr auf Messen unterwegs seid, wenn ihr beim Gartenfest seid, wenn ihr was auch immer in einer API-Maschine reitet, dann seid ihr mit der Maschine flexibel, weil die Maschine kannst halt zu zweit auch noch daheim, das ist jetzt gar nicht so wild. Und auf 230 Volt hast du halt auch irgendwo überall noch mal leichter, als wie halt einmal einen Starkstromanschluss. Das heißt, 230 Volt, 55 cm schmal, also einfach auch ein bisschen schmäler. Zwei vollwertige Brüheinheiten drinnen, das ist ganz wichtig, so soll es ja auch sein, dass euch die Zeit nicht flöten geht, wenn mit einer Brühgruppe und ihr habt einen Haufen Arbeit, geht euch die Zeit flöten. Also zwei Brüheinheiten, die T-Düse ist mit dabei, auch wieder zwei Dampfpflanzen, die genauso funktionieren mit der Kipphebeltechnik und das ist einfach wirklich eine schöne Sache. Auch da würde ich euch den Aufpreis für Cool-Touch-Dampfpflanzen gerne ans Herz legen, weil einfach die Lanzen dann auch nicht so heiß werden. Volumetrisch, oben die Tassenablage. Die Maschine hat einen Festwasseranschluss und einen festen Ablauf auch. Durch das Gewicht und die 230 Volt seid ihr mit der Maschine so flexibel, dass ihr mit der zum Beispiel auch eine Kanisteransaugung machen könnt. Das heißt, beim Gartenfest habt ihr einfach einen 10 Liter, 20 Liter Kanister Wasser da dabei. Sauberes Wasser, ist eh klar. Und jetzt einfach über Kanisteransaugung mit der arbeiten. Ihr seid wirklich viel flexibler mit der Maschine und das zu einem sehr, sehr günstigen Preis eigentlich auch. Und die kann ich euch in dem Fall auch nur ans Herz legen. Von der Verbauung her ist die Maschine eigentlich identisch mit der Maschine. Kessel kleiner, alles ein kleines bisschen enger zusammen. Das ist natürlich klar bei 55 cm zu 80 cm. Aber Zweikreismaschine, wenn ihr jetzt ein kleines Restaurant seid und ich freue mich ja über jedes Restaurant und Hotel, das jetzt nach der Corona-Zeit sich einfach wieder traut und sagt, wir packen das so und wir schauen auf alle Fälle mal, läuft mein, baue ich ein Restaurant auf, ein Café oder Gaststätten und wie läuft das? Dann ist das ein schöner Begleiter, der, wie gesagt, auch nicht die Welt kosten tut. Wir haben Maschinen für 20.000, 25.000 Euro auch noch. Aber weißt du, wenn du der Café anfangen tust, jetzt nach der Corona-Zeit und nach den ganzen Sachen, ist halt das schon viel finanzielles Risiko halt auch. Und da haben wir halt weit weg von 20.000 Euro, ganz, ganz weit weg. Das ist also eine schöne, günstige, bärige Maschine. Wenn euch die gefällt, dann könnt ihr euer ganzes Kaffee-Leben mit der Maschine weiterarbeiten. Die haben wir, wie gesagt, auch schon in, die da, haben wir auch schon in 15, 16 Jahren Alter auch bei uns in der Reparatur drin. Also das heißt, die läuft dann auch. Wenn ihr danach sagt, boah, ich brauche eine viergruppige Maschine, weil halt die Maschine mit 300 Bezüge am Tag vielleicht dann doch einmal bis jetzt klar wird, dann habt ihr ganz andere Probleme, dann findet man auch nochmal gerne eine größere Maschine. Aber mit der Maschine hat sie vom Preis-Leistungsfeld das echt gut beieinander. Die Flexibilität, 55 cm, 5 Liter Kessel, 230 Volt, Kanisteransaugung. Superbärig. Ich kann es euch tatsächlich nur ans Herz legen. Kommt bitte sehr gern vorbei. Wir haben die Maschine in unserer Ausstellung gerade stehen und die wird jetzt dann ausgeliefert auch an den Kunden. Deswegen wollte ich auch ganz gern einfach die Maschine nochmal herzeigen, damit ihr die einfach ein bisschen gesehen habt. Eine schöne Sache, kann ich euch nur ans Herz legen. Das war es soweit gewesen. Ich darf mich ganz gern bedanken, dass ihr das Video ein bisschen angeschaut habt, dass ihr mir das, was ich da so erzähle. Und ich freue mich, wie gesagt, über jeden, der uns abonniert, der uns ein bisschen begleitet. Und am meisten freue ich mich über jeden, der bei uns im Showroom reinkommt und sagt, hey Gott, ich habe das Video gesehen, stimmt denn das? Und zeig mir mal die Maschine bei uns im Showroom. Dafür bin ich doch da. Also, ich freue mich auf euch. Servus, pfiat euch.